und sich auf den Weg gemacht haben, trotz Eis und Schnee und großer Konkurrenz in Mainz. Aber falscher Fehler ist nicht mehr daran gedacht, dass Freigemacht stattfindet, zweiten Freitag im Monat, und der ist heute. Und ich habe mich dann gemeldet für den Termin, habe gedacht, vielleicht fällt mir ja was dazu ein, was zu Freigemacht passt und zum Passnachtsfreitag. Und deshalb fiel mir ein, als wir in Rindstadt jede Woche ein paar Blatt durchgeschaut haben, stand in der Fastenzeit Andacht zu den 7 Schmerzen Mariens. So war es geplant. Alle haben drüber geschaut und niemand ist aufgefallen, dass da ein Fehler war. Als dann dieser Sonntag herangelangt ist, kam eine Dame aus Wolfskene. Am Sonntag komme ich aber auch noch in die Nacht. Das wurde ich noch nicht gelehrt. Die 7 Scherzen Mariens. Was? Da stand tatsächlich drin im Fachblatt Andacht zu den 7 Scherzen Mariens. Das war ein Schreibfehler und hat aber damals Interesse hervorgerufen. Und deshalb habe ich gedacht, so nenne ich heute diesen kurzen Impuls Andacht zu den 7 Scherzen Mariens. Es beginnt gleich, dass ich jetzt erstmal ein Volkslied vorlese, das aus Schlesien stammt. Ich kann die schlesische Volkssprache nicht, es ist also halbwegs Hochdeutsch. Und wenn ihr nachher die Melodie hört, werdet ihr denken, haben wir alle schon gehört. Denn in den 20er Jahren wurde es umgedichtet als ein Fastnachtsschlager. Aber vor 150 Jahren hieß es so: Wenn wir sonntags in die Kirche gehen, es war immer so, es war immer so, wir zuerst noch ins Wirtshaus gehen. Es war immer so, es war so. Du lieber Gott im Himmel reich, vor dir sind alle Menschen gleich. Wir sind ja alle deine Kinderlein. Es war immer so, es war immer so. Und schlafen wir dann bei der Predigt ein? Es war immer so, es war immer so. Dann heizt der Pfarrer tüchtig ein. Es war immer so, es war so. Du lieber Gott im Himmelreich, vor dir sind alle Menschen gleich. Wir sind ja deine Kinderlein. Es war immer so, es war so. Und wenn die Orgel das letzte Lied spielt, alt und jung sich wieder lustig fühlt, zum Wirtshaus lenkt sich unser Schritt, und zuletzt kommt auch der Pfarrer mit. Wir sind ja alle Gottes Kinderlein. Es war immer so, es war so. Mit Thomas Heilos wird jetzt die Melodie aufgreifen. Thank you.
praktisch diese Zeit heute überschrieben. In der Kirche geht es ja meistens sehr ernst zu. Aber genau deshalb ist manchmal auch die Gefahr, dass es umgeht, wenn etwas nicht so klappt, dass es dann komisch wird oder auch lustig. Und oft sind es die Kinder, die manchmal mit ihren Einwürfen helfen, dass die Dinge mit anderen Augen auch zu sehen sind. Als erstes möchte ich auf die Messgewänder zu sprechen kommen. Der Priester, die Messdiener verkleiden sich. Und das heißt, sie kommen nicht als Privatperson, sie kommen ja im Auftrag in einem besonderen Amt. Und das machen die Bischöfe so und die normalen Pfarrer auch. In aller Zeit hatte der Bischof einen ganz langen Schleppen, die Kappa Magna, die lange Schleppen. Das Wort Kappe kommt überhaupt nicht so. Und der alte Bischof Stohr hat auch dieses Teil dort getragen. Bischof Stohr ist ja in Zehlenstadt verstorben, in den 60er Jahren. Und danach kam aus Steinheim der König Kardinal Volk. Und als er, das war genau die Zeit des Konzils, zum ersten Mal in Mainzer Dom eingezogen ist, in die Mainzer dort war, und hat er einer gesagt: Hey, wer ist denn jetzt der Bischof? Ich sehe den oder mit dem langen Mantel. Hat der andere gesagt, der lange gefallen, der ist groß genug, der braucht die lange Mantel nicht. Hinten auch so an dem Volumen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal als Nikolaus mich verkleidet habe im Kindergarten. Und ein paar Wochen später hat mich die Oma angesprochen, eines Kindes, und hat gesagt, ich muss Ihnen erzählen, was mein Engel schon mir erzählt hat. Also Oma, Vater Nikolaus hat uns von Nikolaus erzählt. Und dann kam der liebe Gott persönlich. Es war nämlich nicht, ich habe mich ja verkleidet vor den Kindern, habe auch gesagt, was die Gewänder alles bedeuten. Aber für das Kind war das die Verwandlung zum liebe Gott. Also vorsichtig sein, was man in dem Gewand sagt und tut. Da stehe ich heute ganz normale Kittel hier. Und in Lübesheim war ja bis vor 2 Jahren Pfarrer Meißner, bald 50 Jahre war der Pfarrer. Und gab es eine Familie, die auch regelmäßig in den Kindergottesdienst gegangen sind, Sonntag um 10:30 Uhr. Pfarrer Meißner immer in Erscheinung. Und einmal hat die Familie, das Kind lag noch, obwohl es schon größer war, im Wagen. Und es stand Pfarrer Meißner auf der Straße, dem gegenüber. Und das Kind hat gemacht: Heilig, heilig, heilig bist du. Also, das war sofort klar. Zu das Gesicht. Das Lied. Und eine andere Geschichte aus Bögel. Da gab es einmal in 100 Jahren 2 Pfarrer. Also Pfarrer Meißner hätte das Wasser auch erreicht. Und der eine ist Prälat Scheider. Er hat lange gehofft, dass er nochmal Prälat wird. Und die Prälaten tragen früher so ein kleines violettes Mäntelchen hier oben. So ein Halskragen. Direkt vor von Leichnam wurde ihm also diesen Titel gewährt und er hat auch sofort schon sein Regelchen getragen. Und am Freitag nach von Leichnam, war ja damals vor Schule, hat er gefragt, was war denn gestern? Ein von Leichnam. Ja, was war denn? Alles war so schön gespielt. Ja, was war denn? Ja, und die Musik hat so schön gespielt. Und was war noch? Eine Kaplan hat die Monstranz getragen. Und was war noch? Und sie sind hinterher gelaufen. Die Bußgewand. Ein Violett ist ja die Bußfarbe. Ja, wenn der Pfarrer dann eingezogen ist, fängt der Gottesdienst an. Es gibt ja Leute, die sind so pünktlich, kann man sagen, wenn die erscheinen, dann kann die Messe beginnen. Die hat es schon immer gegeben. Und so gab es in Bonsenheim die Gloria Ilsen. Immer zu Gloria ist die, die erscheinen. Nur die Fastenzeit hat ihr Problem, weil du fällst ja dann raus. Und in Niederrode gab es die Evangeliumskret. Immer zum Evangelium ist die Kret erschienen. Zur Predigt ging ja früher der Pfarrer auf die Kanzel. Hier kleiner Ohren war es, glaube ich. Auf der Seite. Genau. Und ich habe einmal bei der Taufe so eine Segensstuhl angetragen, die ist ja nur
bis zu dieser Länge und hat dann, weil es so kurz ist, hier ein kleines Häkchen, damit die zwei Teile nicht wegfliegen, wenn wohl Wind kommt. Und ich habe das bei der Taufe angezogen. Und bevor die Taufe begonnen hat, hat die meine Oma schon gelacht. Und hat gesagt, ich muss Ihnen nachher was erzählen. Wie die Taufe aus war, hat sie gesagt, wissen Sie, warum ich so lachen musste? Wie ich Sie gesehen mit der Schnur und mit dem kleinen Kätschen, habe ich mich erinnert, wie von mir. Das ist ja schon jetzt ca. 35 Jahre her, was ich erzähle. Also das liegt schon wieder zurück. Das war wahrscheinlich in den 50er Jahren. Da war ich mit meinem Kind nämlich in der Kirche und auf der Kanzel. Der Kaplan hat ganz fest gepredigt, immer mal auf die Kanzel gehauen und hin und her gesprungen. Und immer haben wir das Kätzchen gesehen von seiner Stunde und hat mein Kind gesagt, Oma, wenn der sich noch oben losreißt, geh mal aber rein. So schlimm habe ich es nicht gemacht, der Pest. Die kleinen Kotzenburger kennen ja auch den Pfarrer Kreindl, der war ja bei uns Kaplan gewesen. Ne? Der war ja später Pfarrer in Wittstadt, ein Vorvorgänger. Und der hat auch immer sehr spannende Predigten. Einmal in der Fastenzeit hat er die Kinder gefragt, was meint ihr? An der Sakristei saß nämlich sein Hund, der Bronco. Der war jeden Sonntag mit in der Kirche an der Tür. Was meint ihr? Wir haben jetzt die Fastenzeit. Wir sollen uns einen Verzicht vornehmen. Was meint ihr, kann das mein Hund auch? Wurde abgestimmt in der Kirche. Die eine ja, die eine nein. Also es wurde eine kleine Wette abgeschlossen. Und hat der Pfarrer Kreindl eine große Fleischwurst hingelegt vor dem Hund. Direkt vor dem Hund. Die Messe ist bis zu Ende gefeiert worden. Und der Hund hatte sie nicht angerührt, noch nicht einmal dran geschnuppert. Und wie der letzte Segen gesprochen war, hat er gesagt: So, Bronco, jetzt darfst du fressen. Und er war dir mal schon fressen. Und ein anderer Maler hat er gepredigt. In Wittstadt hat er ein riesiges, schweres Vorlagenkreuz. Hat er es in die Hand genommen und hat gesagt: Wer von euch ist so mutig, das mit einem Finger zu halten? Niemand hat sich gemeldet. Außer ein kleines Kind, ca. 4 Jahre alt. Dann kommt man her. Hat er das Buch vorne gestanden? Jetzt streck mal deinen Finger aus. Hat er sich ausgestreckt. Und der Pfarrer Kreindl war ja, glaube ich, 4-Euro-Mechaniker gewesen, ne? Hat Kraft, hat das Kreuz mit einer Hand gehalten, genau über dem Daumen von dem Buch. Hat er gesagt, seht, er ist glatt. Ich habe nicht gesagt, dass der Herrgott mit Sprache hilft, hat er gesagt. Aber das ist ein schönes Bild. Der Herrgott trägt mir die Frage, unser kleines Stück, was wir können. Anschauliche Predigten. Ja, wenn die Predigt aus ist, dann kommt ja das Glaubensbekenntnis. Und ich war mal dabei, wie wir von Gunzenheim nach Marienthal gelaufen sind. Und da war dann damals die Messe in Johannesberg, oben auf dem Hügel, bevor man nach Marienthal runtergeht. Die ganze Kirche voll, die ist groß. Der Pfarrer sagt: Wir sprechen jetzt das Glaubensbekenntnis. Ich bekenne und alle. Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Und man hat man alle irritiert. Totenstill. Dann hat der Vater gesagt: Wir fangen doch mal an. Ich glaube an Gott, den Vater. Das ist auch unvergesslich. Ich muss sagen, ich habe oft, wenn dieser Moment kommt, denke ich, pass auf, dass es in der Bibel passt. Dann habe ich es echt mal erlebt und deshalb ist mir da gewappnet. Die Macht der Gewohnheit. Und deshalb hat mal jemand in der Pfalz, da war ich nicht dabei, aber es wurde mir als wahr erzählt, einen Test gemacht bei den Fürbitten. Und früher war es ja eigentlich so grau, die Fürbitte war aus, wir bitten nicht erinnern uns. Die letzten Jahrzehnte ist es so, dass immer erstmal so ein Zwischenruf noch kommt. Nur der Gott, wir bitten nicht erinnern uns. Christus erinnere uns, Christus erinnere uns. Aber die hatten noch das alte Prinzip, wieder aus, wir bitten, erhöre uns. Und da hat er tatsächlich gebetet, wir beten, dass die Waschkraft des weisen Wesen steigt bleiben. Wir bitten, erhöre uns.
soll so gewesen sein. Und die Fürbitte sind ja jahrhundertelang nicht gebetet worden. Nur an einem einzigen Tag gab es noch Fürbitte. Am Karfreitag. Die war dann besonders feierlich und besonders lang. Und heute noch stöhnen alle die große Fürbitte kommen. Und dann waren sie ja auf Lateinisch. Und das war ja für manche immer wieder nicht so einfach, das zu verstehen. Und der Ruf dann war, Lectarius Genua, die Leute haben geantwortet, Levate. Wenn sie es verstanden haben. Denn die anderen haben gesagt, wir fahren auf Genua, glauben wir, da war Waffe. Dann kommt die Kollekte. Das ist eine kleine Begebenheit. Ich glaube, ich muss nicht mal die Stimme, das war die Andrea oder die Stimme. Ich weiß jetzt nicht. Die Stimme war es. Also damals hatte ich an den Stand ein neues Auto bestellt. Und es ist zu Hause mal erzählt worden. Ich fahre das jetzt nach Polen, weil ich bin geredet. Und dann hat die Steffi, meine Nichte, gesagt, der Onkel Hermann kann gut Auto kaufen. Er lässt ja jeden Sonntag sammeln. Muss man auch mal aufklären, für wen das Geld hier eigentlich genommen wird. Und dann folgt die Gabe rein. Und das war vor vielen Jahren noch der ganze Ausflug des Priesterseminars zum Sommerausflug nach Kietrich im Rheingau. Und der alte Pfarrer von Kietrich hat den Gottesdienst gehalten. Der spätere Weihbischof von Balla war der Assistent, also als Subdiakon, war der mit am Altar und hat dann mitbekommen, die Messdiener bringen den Wein, alles im Pfarrer hin, und er nimmt das Kännchen, macht es auf und sagt zu dem Buben, riechst du wohl, das ist der Neue. Der Neue macht hat also an der Weinbogen in die Kirche gemacht. Und der Kubala hat also die ganze Zeit bis zum Sanctus elastisch mal zu halten, dass er nicht lachen musste. In Gonsenheim haben die Messdiener mal sich folgenden Spaß erlaubt. Als der Pfarrer Schmitz das Kännchen geöffnet hat, war Federweiß drin. Da war er allerdings leicht und ist so jetzt der Mann. Die Messe hat kurz Stopp gemacht, musste alles gewechselt werden, dann hat er weitergegangen. Ja, dann kommt die Wandlung. Es wird ja dabei geklingelt, besonderer Moment, besondere Stille. Und in Riedstadt hat dann in diese Stille hinein mal ein Kind gesagt, der war auch noch Kindergarten. Jetzt ist er da. Das ist doch ergreifend. Wenn ein Kind es so erfasst, die Gegenwart Jesu, jetzt ist er da. Spannend. Nach dem Vater Unser, der Friedensgruß. Ein uralter Brauch, der ja dann wieder neu eingeführt worden ist im Konzil. Und es war für manche dann ganz so einfach. Und hier muss man immer schön gerade ausgucken, nicht nach links, nicht nach rechts. Und auf einmal soll man nur die Hand geben und sich begrüßen und alles Gute wünschen. Die erste Reaktion in Gonsenheim war, wenn es jetzt so ist, dass man der Leid die Hand geben muss, dann muss man sich ja genau überlegen, wo man sich hinsetzt. Also, man kann nicht jedem die Hand geben, oder? Zumal wenn man schon Streitigkeiten da war. Und in der letzten Reihe in Gonsenheim haben immer die Ockersmenschen gesessen. Es waren drei Schwestern aus einem Haus, die schon ein hohes Alter hatten, aber ein bisschen schlecht gehört, wie das manchmal so ist. Und der Diakon Kost, der Sohn ist jetzt im Moment Pfarrer in Fietesheim, hat auch in der letzten Reihe die Messe mitgefeiert. Dann kam der Friedensgruß, der gibt die Hand. Und er sagt ihm auch in der Ockersmenschen, da wollen sie schon noch gehen. Ich konnte aber aufklären, was er machen wollte. Und da beginnt die Kommunionausteilung. In Maria Einsiedeln, in Gernsheim, ist ja im Sommer die Messe bei den Wallfahrten draußen, am großen Hausenaltar. Und am 13. jeden Monats lege ich hier auf der Liebfrauenheide. Dort ist es aber nur über die Sommerzeit. Und die Liebfrauenheide ist von Mai bis Oktober. Ja. Und die machen es immer jeden Monat. Nur im Sommer ist es draußen, wenn genug Leute kommen. Und vorne ist ja das Jugendhaus, ehemals von den Pfadfindern, ein sehr beliebtes Jugendhaus. Und die Leiterin war die Frau Drescher aus Biblis, eine sehr gemütvolle Frau, die hat immer das gekocht, was die Kinder essen wollten, und war immer sehr beliebt und immer reichlich. Da ist immer schwer satt geworden.
nach dem Abendessen, das war überall, hat sie immer noch so ein kleines Lädchen geöffnet, wo man noch so ein paar Süßigkeiten gekauft hat und dann so was. Und da war jetzt die Wallfahrt, der Weihbischof von Ballarat am Altar gestanden. Der ganze Platz war voll, also es waren tausende Menschen. Der Weihbischof von Ballarat in der Brust gesagt, seht das Land Gottes, das hinwegnimmt, die Sünde der Welt. Und die Frau Drescher hat gefallen, das Kiosk ist geöffnet. Das ist genauso passiert. Ich sehe heute noch den Weihbischof von Ballarat, wie er vorne schon als versucht hat, sich frei zu fliegen, aber er hat dann auch gern lange wollen. Ja, dann werden dann doch die Kommunion ausgeteilt. Und die Kinder werden ja meistens dann gesegnet, die kleinen Kinder. Und da war ein kleines Mädchen, offenbar ist ein Konrad, hat gesehen, dass die Leute dann losgehen, die Hand gelegt bekommen. Die war wieder oben in der Kirche. Und der Pfarrer hat sie gesegnet. Die sind dann Platz zurück und hat gesagt, Oma, wo hat er denn jetzt hingelegt? Sie wurde dann nochmal aufgeklärt, wie das alles steht. Jetzt muss ich gleich mal ein Stückchen selber drüber lesen. Ja, stimmt, die Lieder. Die Kinder singen ja auch immer gern mit, aber verstehen es ja nicht mehr, was gesungen wird. Und dann der Professor Dufner, der hat unser Liturgie-Referent in Mainz und hat auch Ausbildung gemacht bei den Gemeindereferentinnen. Der hat erzählt, wie er Kind war in Bingen, das ist schon lange her. Wir singen heute eher das Singen, das es klingen. Das Lied hat früher geheißen, mein Zum Singen, das es klingen. Und er war noch klein, hat es nicht richtig verstanden, hat gesagt, mein Zum Bingen, fröhlich singen. Und hat den Abtrag mitgenommen. Die Begeisterung ist alles. Und es kommt dann der Segen. In Rittstadt, Entschuldigung, das war in Laschen gewesen, haben wir auch eine Blasmusik ausgeteilt und es war ein Mädchen über 3 Jahre, vom dritten bis zum letzten Jahr, wo sich jedes Jahr geweigert hat, den Segen zu empfangen, weil sie gedacht hat, Segen geht von Sägen. Und obwohl ihr die Kinder immer noch im Kopf dran hat, wenn sie so war, hat sie nie begriffen. Also die hat immer wieder mit diesem Thema gelegt. Jetzt am letzten Mittwoch oder morgen, wir haben ja die Kommunionkinder hier bei uns. Und letztes Jahr habe ich wieder unsere große Monstranz gezeigt, die ja jetzt 100 Jahre alt ist. 1921 ist sie angeschafft worden, 100 Jahre hat sie jetzt. Am großen Gebet werden wir sie dieses Jahr ausstellen. Und war ein Kind aus Leipzig, ne? Frau Bergmann weiß, was heißt. Wieder die Konstanz von hier stand bei der Vesper, am Feiertag, ist der Opa angegangen und sagt, Mama, so Schweißmaschinen will ich haben. Das ist eine riesige Konstanz, die ihr habt. Die hat also eine ganz große, kugelförmige Umhüllung bei der Brust und hat eine Konstanz für Schweißmaschinen. So ist es manchmal. Ja, von Leichnam geht dann der Konstanzzug hinaus und in Jüngesheim ist es mal passiert, viele Jahre schon hier. Dass während wir noch rausgegangen sind, auch ein Gewitter aufgezogen sind. Und der Pfarrer hat sich das Sakristei umgezogen und der alte Priester kam ganz aufgeregt von der Vordergast in die Sakristei und sagte: Herr Pfarrer, es ist kaum deine Dom, wo der Himmel drauf will. Als Angst hatte von Regen. Und dann möchte ich noch mal ein paar Primitzen erzählen. Da war ja abends die Andacht, wo der Primitzsegen einzig gespendet wird. Und meine Mischte, das war auch die Stefanie, weil ich damals 3,5 Jahre alt, teilweise 3 Jahre alt, im April, Juli war das, ja genau. Ein bisschen mehr wie 3. Und die Oma Eva von Klein-Kotzebosch hat sich schon genau instruiert, was da auf sie zukommt. Denn morgens beim Gottesdienst war sie nicht dabei, aber mittags zu dieser Andacht. Und hat sie dann abends erzählt. Onkel Hermann ist jetzt ein Priester, hat mir auch den Segen gegeben. Stefanie mit dem Heiligen Geist. Das hat sie sich gemerkt. Und es hat sich so beeindruckt, dass ein paar Wochen danach bei uns in der Wirtschaft zu Hause zu meinem Papa gesagt hat: Opa, geh ich mal hin. Hat mein Opa, also mein Vater, sich in den Befehl gekniet, dann hat sie das Geschirr genommen, hat es umgehängt und hat
hat gesagt, jetzt siehst du aus wie der Onkel Hermann. Jetzt sind wir die Messe schon ziemlich durch. Deshalb wollte ich jetzt noch mal zusammenfassend eine Weinzeigeschichte erzählen. Das Dudelamt. Kennt es jemand von euch schon? Und zwar sind zwei Dube von der Schule rausgegangen. Auf einmal fängt es am Dom an, so Leute mit allen Glocken. Und da sagt der eine Dube, ich gehe jetzt in den Dom, der ist heute Dudelamt. Der andere Dube war evangelisch. Aber was ist denn das? Eine gewisse Momente, wie siehst du das, was das ist? Also, er war im Dudelamt. 2 Stunden hat es gedauert, bis er endlich angekommen ist. Hat die Mutter gesagt, mein Gott, ich habe gedacht, es wäre was passiert. 2 Stunden warte ich schon auf dich. Ja, ich war im Dudelamt. Was ist denn das? Ja, bei den katholischen, ich kann dir sagen, das war ganz schön aufregend. Waren ganz viele Leute da. Auf einmal kommt man da rein, hat so gedrückt auf den Kopf. Und er sagt, habe ich nicht das Schild dort? Habe ich nicht das Schild? Und alle haben gesagt, ach, was hast du für ein Schild? Was hast du für ein Schild? Und ich sagte, bei den vielen Leuten muss man ein gewesen sein. Kaum, dass der Mann vorne war, war die dort weg. Da steht der Mann, wo ist mein Dutt? Und alle haben gesagt, wir haben sie nicht, wir haben sie nicht, wir haben sie nicht. Er war dann so erschöpft, dass er sich hingesetzt hat. Alle haben sich hingesetzt. Dann war der andere Anruf gemacht. Wo ist die Dutt? Wir haben die Dutt, bringt die Dutt. Ich habe das ja nicht so verstanden, was der da gesagt hat. Und ich muss sagen, das muss gelingt haben. Plötzlich hat er sich wieder auf den Kopf. Und vor lauter Spaß hat er sich mit vom Dom gestellt und hat mindestens eine Viertelstunde gemacht, ohne Ende. Aber ich sagte, er hat sich so viel gefreut. Er dreht sich um und die Dutt war wieder fort. Dann habe ich es auch aufs Kopf gestanden. Da kamen 2 mit dem Feuer. Aber es war kein Feuer, das war mehr Qualm. Wieso? Die hätte vorher viel zu viel los. Da kam nur Qualm daraus. Da sind sie mit dem Qualm da überall rumgekommen. Um den Stau da vorne, um den Altar da. Überall haben sie gequalmt, wenn er einen tut. Aber sie haben einen nicht gefunden. Ganz erschöpft und der Mann dann am Altar sich da aufgestützt. Und ich sagte, in der Art danach muss jeder einzeln vorgehen. Und zwischendrin haben sie noch gesammelt, wie er nur tut. Ich habe auch viel zu spät nicht mehr gewartet. Und der arme Mann muss einen Dutt bringen. Und wir dann da vorne standen, die Dutt war noch nicht gekommen. Musste jeder vor. Und da habe ich gesagt, hast du mein Gott? Ich bin jetzt vor Gott, ich schätze ja nichts. Ne? Aber bei dieser Aktion muss er den wieder gefunden haben. Kurz danach hat er die Dupe da offen und ich sagte, oh, der ist gleich mit mir rausgekommen. Ich hab mein Gott. Und ich bin in dieser Gestaltung und habe mir 50 Fettig wieder geholt. Das ist die weitere Geschichte vom Dudelamt. Zum Ernst des Lebens wieder zurückkommen. Wir kennen alle den Ernst Neger und er hat auch ein Lied bekannt gemacht, was schon ein uraltes Lied ist. Ursprünglich war es ein Kindervers. Und er hat Ende der 20er Jahre wurde ein Fastnachtsschlager draus und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde noch eine Strophe dazu gedichtet. Die ganz selten eigentlich gesungen worden ist, aber in der Not der Zeit die Menschen ganz besonders bewegt hat. Und deshalb lese ich jetzt diese 2 Strophen vor, dann spiele Thomas Heinus diese Melodie und dabei lade ich ein, dass wir nachdenken, was für uns heute wichtig ist, was wir nachher ins Vaterunser einbringen werden. Das Leben ist kein ganz egal, das Leben ist sehr ernst. Es bringt so mancher Herzensqual, wenn du es kennenlernst. Doch brich nicht unter seine Last, sonst wärest du ein Tor und trag, was du zu tragen hast. Geduldig, mit Humor. Und denk dein ganzes Leben lang an das Lied, das dir die Mutter sang. Und wenn ich einmal der Herrgott wäre, dann wüsste ich nur eins. Ich nehme in meine Arme weit, mein Armzentrümmelt meins. Ich streichle es sanft und lind und sage, hab nur Geduld. Ich baue dich wieder auf, geschwind. Du warst ja gar nicht schuld. Ich mach dich wieder wunderschön. Du kannst, du darfst nicht untergehen. Thank you.
Möglichkeit, dann einfach Platz zu nehmen. Denn es gibt jetzt noch einen besonderen Schluss, der uns der Thomas Reiner geschrieben wird. Wir bedanken uns jetzt schon mal. Ich bedanke mich auch für den guten Geist, der uns noch ein Abschiedsgeschenk vorbereitet hat. Denn normalerweise hätten wir gerne eingeladen, um miteinander anzustoßen, aber durch Corona und so weiter geht es im Moment nicht. Und dann wünsche ich auch, dass er zu Hause noch ein Schlückchen auf uns alle bringt. Und das hören wir noch mal den Schluss.